Ich begrüße euch zu einer Folge I'm Setsuna. Im letzten Part haben wir hier herausgefunden, wer Eterna in Wahrheit ist. Nämlich, sie war ein Klon von... Ich habe den Namen vergessen. Egal, hier stand jedenfalls eine Frau, die aussah wie Eterna. Und gegen die haben wir gekämpft. Und jetzt könnten wir hier hinten lang zum Final Boss. Aber wir gehen jetzt hier raus. Durch dieses Portal. Denn wir machen jetzt den ganzen optionalen Stuff. Das heißt, in den nächsten Parts kommt nur Sidequests und Nebenquests und sonst was. Und nicht Hauptspiel irgendwie. Also wer jetzt nur den Final Boss sehen möchte, der ist den nächsten Parts hier falsch, sag ich mal. Ihr werdet dann logischerweise im Titel sehen, wann Final Boss dran ist. Aber jetzt in den nächsten Parts kommt erstmal nur noch Sidequests. Das heißt, wer dafür nicht da ist, der kann die nächsten Parts oder sollte die nächsten Parts nicht zuschauen, sag ich mal. So. Wir haben einiges zu tun in diesem Spiel jetzt noch. Das finde ich auch ziemlich gut, dass wir... Ja, und wir haben ein neues Partymitglied für Death. Bin ich spannend, dass wir jetzt doch eins bekommen haben. Ja, Spiel so kurz vor Final Boss noch ein Teammitglied zu geben, ist auch so eine Sache. Das Portal ist auch noch da, oder? Genau, hier mit diesem Portal können wir jetzt noch wieder zurück zum Final Boss kehren. Was ziemlich, ziemlich praktisch ist. So. Genau, hier Last Lens kennen wir alles. Hier haben wir uns schon umgeguckt in diesem ganzen Gebiet. Jetzt gehen wir aber hier wieder raus, würde ich sagen. Ich wollte nicht gegen euch kämpfen. Aber okay. Jetzt gehen wir hier raus und ja, widmen uns den Sidequests, würde ich sagen. Ich finde diesen Angriff immer noch so geil. Es ist so unfassbar, wie stark das einfach ist. So. Ich habe jetzt immer so den Verdacht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Deswegen, ihr seid ja Sprite Knight Monster, oder? Ja, das sagt zumindest die Musik. Das ist jetzt uncool, dass ich keine MP mit Andy habe. Aber ich wollte jetzt eigentlich meinen krassen Angriff machen. Seid ihr denn... Ah, das ist der, okay. Anfällig gegen Magie. Ja, seid ihr, alles klar. Gut, da haben wir schon mal ein Sprite Knight Monster direkt zu Beginn des Parts. Das ist doch passend. Ach du Scheiße, der macht ziemlich viel... Die machen ziemlich viel Schaden und ziemlich, ziemlich tödlichen Schaden auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier live auf Endia mache, müsste es doch Setsuna heilen. Und ich gehe mal auf Eterna lieber, dass sie auch wieder belebt wird. Und Setsuna macht jetzt eine geile Heilung auf alle. Und dann warte ich, bis Endia und Eterna fertig sind, dass die beiden zusammen X-Strike machen können. Die machen mir ein bisschen zu viel Schaden, muss ich ehrlich sagen. Okay, die machen doch keinen X-Strike. Alter. Okay, ich glaube, für diesen Kampf muss ich noch ein bisschen leveln. Das tue ich mir ganz bestimmt nicht an. Für diesen Kampf muss ich noch ein bisschen leveln. Das tue ich mir nicht an, ganz ehrlich. Für diesen Kampf muss ich noch ein bisschen leveln. Nein, das ist echt sonst viel zu krass. Gut, da weiß ich auch wenigstens, wo die sind. Weil ich habe mich gefragt, wo der Gegner ist. Weil ich habe ja schon gelesen, dass der hier in den Last Lens sein soll. Aber ich wusste halt nicht, wo der ist. Aber jetzt weiß ich es, alles klar. Gut, dann passt das ja. Perfekt. Aber ja, jetzt gehen wir ja raus und kümmern uns um den richtigen Sidequest-Stuff. Also das zählt aber zu. Ich will auch definitiv die Sprite Knight Monster besiegen. Aber der ist halt jetzt noch ein bisschen zu krass. Dafür muss ich noch ein bisschen leveln. Dass die halt nicht so viel Schaden machen und so. Ja, okay. Hier ist noch eine Schatztruhe gewesen, alles klar. Wo ging es denn nochmal raus? Ich habe keinen Plan. Sehe ich so aus? Ihr seid auch Sprite Knight, oder? Nein, nein. Ging es hier raus? Nee. Wo ging es hier nochmal raus, Spiel? Wo ging es hier nochmal raus? Hier ist nur... Ach, hier, wow. Wow. Es wäre direkt hier rausgegangen. Toll. Toll. Okay, passt aber. Hier liegt noch ein Item, das soll ich mitnehmen. So. Ja, genau. Das Erste, was wir jetzt machen, sind die ganzen Charakterquests, würde ich sagen. Ich will mal kurz was gucken. Genau, hier ist eine Ruine. Welche ist das? Das ist die... Landeverkehr, das ist klar. Weil...
Das habe ich gelesen. Über dem und unter dem Last Land sind noch zwei Ruinen, die wir machen können. Aber ich werde da gucken, ob das stimmt. Und ja, das stimmt. Die hier können wir erst machen. Da ist übrigens auch ein optionaler Boss drin, ne? Wenn wir die ganzen Charakter-Quests gemacht haben. So, ich würde sagen, wir fangen mit der von Endir an. Dafür, ich habe keinen Plan, wo das jetzt alles ist. Hier war Purika, oder? Das ist Tenderville, oder? Das ist Tenderville, oder? Genau, jetzt weiß ich schon, wo Tenderville ist. Da gibt es auch noch Side-Quests für Eterna, glaube ich, wenn ich mich nicht entsinne. Aber ich will mit der von Endir anfangen. Was ist denn hier Schönes? Krauslike Islands. Okay, waren wir schon mal. Forest Huts. Ist einfach nur eine Insel hier irgendwo random. Waren wir schon mal drin oder wie sieht die Sache aus? Ich glaube noch nie. Ja, ein bisschen optionaler Stuff hier, würde ich sagen. Die ganzen Parts jetzt hier werden optionaler Stuff sein, deswegen können wir sowas machen hier. It's nice and quiet here, don't you think? The perfect place for making things. I'm making toys, you see, using timber from trees with strong magic energy. My son used to love toys like this, before he passed away. Oh, dein Sohn ist gestorben. Und der hat solche Spielzeuge, die er macht, geliebt. I never forget his beaming face. Okay. Aber das finde ich halt schön an dem Spiel, dass man überall irgendwelche Dinge finden kann, die halt nicht unbedingt irgendwas storytechnisch oder sidequest-technisch zu sagen haben, sondern einfach nur, dass ein Ort ist, wo halt irgendwas ist. Das finde ich schön. So kleine Details, die halt nicht unbedingt einen Sinn haben, aber die einfach da sind, sag ich mal. So, wo fliege ich jetzt hier hin? Ah, okay, die Welt ist also begrenzt in dem Spiel. Das heißt, man kann nicht einfach von unten nach oben fliegen und kommt dann irgendwo hin, alles klar. So, ja, ich würde, hier war jetzt das. Hier war dieses andere Haus da. Hier war die Florina Citadel, alles klar. Oh, wo wir schon mal hier sind, das kann ich mal direkt machen. Wow. Das kann er nicht landen, toll. Wo wir schon mal hier sind, nehme ich mal kurz das hier mit. King Onion, nice. Wo wir schon mal hier sind, was war hier für eine Höhle? Das war die Frost Cave, da müssen wir auch noch später rein. Ich will noch hier ganz gern eine Schatztruhe holen. Wo wir jetzt schon mal hier sind, mag ich einfach mal direkt, würde ich sagen. Und ja, das passt, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob jetzt hier in der Stadt auch eine Schatztruhe war. Gibt es bei dir noch irgendwas? Oh, wir haben neue Waffen auf jeden Fall. Guck mal einer an. Die will ich mir auch mal alle irgendwann kaufen. Ja, das mache ich aber später, würde ich sagen. Mein ganzen Stuff an den Typ verkaufen vom magischen Konsortium. So, hier auf dem Luftschiff muss irgendwo eine Schatztruhe sein. Eine verschlossene Schatztruhe. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Da, wundervoll. Mit Amadeus, nice. Ist hier unten noch irgendwas? Wir waren auch schon mal hier. Gab es ja auch einen kleinen Bosskampf und so. Wenn ich mich recht entsinne. Aber hier ist nichts mehr, alles klar. Gut, dann nehme ich meine Liste hier und hake das mal ab. Ja. Wie schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in dem LP gesagt habe, aber ich glaube, das war. Ich weiß nicht mehr, welches LP das war, jedenfalls auch irgendein LP. Das war Dragon Quest, glaube ich. Egal. In irgendeinem LP habe ich schon mal gesagt, dass ich ja sehr der Freund von handschriftlichen Listen bin und nicht so irgendwas am PC machen. Und ja. Das war jetzt hier auch der Fall. Deswegen brauchte ich einen Stift, um das abzuhaken. Gab es hier nicht auch was im Moment? Florina Citadelle. Ja, in der Citadelle gab es scheinbar eine verschlossene Kiste. Bist du neu? Okay. In der Citadelle scheinbar. Oder zählt das hier alles aus der Citadelle? Und das hier ist jetzt nur. Ja, scheinbar zählt auch der Außenbereich dazu, weil ich kann mich daran erinnern, dass irgendwo in der Stadt eine Kiste war, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier drin war oder in der Stadt, deswegen gucke ich mal. Was sagt eigentlich der gute Lord Avalo jetzt momentan so?
The hearts of men are weak. That is true of myself also. Deep in my heart of hearts, I too only wished for protection. Okay. Alles klar. Was mir zum letzten Part noch einfällt, ja, haben wir herausgefunden, dass sich die ganze Reise schon mehrmals ganz oft wiederholt hat und der Time Judge immer die Zeit zurückgedreht hat. Und dass Eterna die Reise somit auch ganz oft gemacht hat. Also wiederholt hat, weil sie hat uns immer auf der Reise begleitet. Ja, was mir dazu noch einfällt, dann wusste die ja von allem, was passieren wird, schon Bescheid. Das heißt, die wusste auch, dass Avalo hier war, dass Avalo böse ist und so, und wo wir jetzt gerade hier sind, Radiant Dagger. Und so weiter sofort. Oh. Ah, das ist ein. Ach so. Ich dachte, das wäre so ein. So ein Dingens gewesen. Okay. Kann ich ihn irgendwie cooler machen? Ja, mach ich mal. Dann kriegst du den. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie bessere Waffen gibt. Wenn ja, war es gerade voll verschwendet. Gut, dann kann ich die Truhe auch schon mal abhaken. Wo ist jetzt mein Stift hin? Da ist mein Stift hin. Wundervoll. So, ja, wir machen ja voll Fortschritte. Und das, obwohl ich gar nicht damit anfangen wollte, sondern ich wollte anfangen mit dem Sidequest und nicht mit anderen Dingen. Aber okay. So, da liegt ein Item, oder? Ja, da liegt kein Item, das war jetzt ein. Doch, guck mal hier. Das war jetzt Einbildung, dachte ich, aber war es nicht, alles klar. So, Moment, was war hier für eine Stadt? Serendale, da gibt es nämlich auch eine Schatztruhe. Und, ist hier noch irgendwas gewesen? Moment, ich glaube, hier gab es doch auch. Hier müsste es auch ein Sprite-Name-Monster gegeben haben. Serendale war auch damals die Stadt, wo wir niedergetroffen haben. Der hier in der... Oder war das? Ich wollte gar nicht raus, aber okay. War das Serendale? Ich bin mir nicht mal sicher ganz genau, aber ich glaube schon. Also hier muss irgendwo eine verschlossene Schatztruhe sein. Oh, jetzt gibt es hier mega einfache Monster, die wir damals mal schwer gefunden haben. Das waren noch Zeiten. Oh boy. 14 Erfahrung. Oh mein Gott, ist das viel. 14 Erfahrungspunkte, Leute. 14. Und sowas haben wir mal 4 gefunden. Das finde ich immer wieder krass in solchen Spielen, wenn man in die Anfangsgebiete zurückkehrt und sieht, wie wenig Stuff man da eigentlich immer hatte. Und so. War die nicht hier? Nee. Ich weiß nicht, wo die war. Aber jedenfalls war hier immer eine Schatztruhe. Und ich glaube, wie gesagt, auch ein Sprite Knight Monster. Oh, hier sind wir das erste Mal auf die explodierenden Gegner unten getroffen. Guck mal an. Boom. So, ich glaube, die war auf irgendeiner Stegli-Schatztruhe, oder nicht? Oder bin ich gerade doof? Warte, was bist du denn hier? Oh! Nein. Hier kann man nochmal gegen Schwarzstrom kämpfen. Okay, ich bin geheilt, aber ich will nochmal speichern. Ich gehe nochmal raus und speichere nochmal, weil... Hier, das, genau, das gab es auch in Serendale. Hier kann man nochmal gegen Schwarzstrom kämpfen. Schwarzstrom war dieses Monster, was uns in Part 4 oder so angegriffen hat. Auf der Seereise. Gegen das kann man hier nochmal kämpfen. Bevor wir das herausfordern, will ich wirklich nochmal speichern. Gut, dann machen wir es hier auch direkt, würde ich sagen. Why not? Wenn wir schon mal hier sind, kann man es machen, würde ich sagen. Ich hatte zwar eigentlich einen komplett anderen Plan für den Part, aber okay.
dann kämpfe gegen Schwarzstrom. Ist auch eine Sache. Ja, ja. Da kann man mal sehen, wie schnell sich die Pläne ändern können. Die man so hat. Ach ja. Ich habe was komplett anderes geplant gehabt. Und jetzt machen wir hier Schwarzstrom. Ja. Vielleicht schafft ja Andy sogar sein Level-Up noch. Mit denen geht er bestimmt nicht. Die sind alle viel zu schwach dafür. Aber da bekomme ich ein bisschen Stuff getroppt, sage ich mal. Das kann ja auch alles praktisch sein. Aber ich mag die Musik ja ziemlich gern, deswegen finde ich es voll okay, dass wir jetzt hier sind. Oh ne, das Vieh ist nahe von uns. Das heißt, es wird uns umbringen. Ah, nehmen wir es nicht. Also, was heißt umbringen? Ich meine, Schaden zufügen. Und nicht umbringen, aber es macht immer Schaden. Da kann man sehen, wie viel stärker wir geworden sind. Das finde ich immer cool, an so spielen, weil halt in die alten Gebiete zurückkehrt und sieht, wie viel stärker man geworden ist. Okay. Ja. Wir sind ready to go. Alright. All aboard. Errungenschaft Feuerschild, Ruler of the Waves. Ja. Weil wir nochmal gegen Schwarzstrom kämpfen. So. Tsunami. Okay, ich bin sowas von nicht bereit für den Kampf. Also das wird definitiv nichts. Das wird sowas von nichts. Ich dachte, der wäre nicht so stark. Der ist aber voll stark. Heilige Scheiße. Das wird nichts, Leute. Das wird sowas von nichts. Das ist echt klar, oder? Gut, dafür muss ich also noch ein bisschen leveln, würde ich mal so sagen. Holy shit. Kommt der eigentlich irgendwann noch wieder hoch, oder? Tidal Wave. Das bringt uns doch alle um, ja. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den in dem LP machen möchte, weil der scheint mir doch ziemlich stark zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich Lust habe, so viel zu leveln, dass wir den schaffen können. Also, nee. Nein. Ich glaube eher nicht. Das könnt ihr vergessen. Heilige Scheiße, ist der stark. Ja, und so ändern sich die Pläne, wie ihr sehen könnt. Holy shit. War die Truhe nicht hier oben irgendwo? Ich weiß es doch nicht mehr. Sehe ich so aus, als ob ich das noch wissen würde? Alter, der haut halt echt rein. Also hier sind, glaube ich, die... Ja, genau. Die meinte ich, die Sprite Knight Monster. Dann machen wir jetzt hier einmal Grand Cross auf den hier. Und das müsste das alles schön zerstören. Bum, 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 bum. Ja, und er macht die Kettenreaktion hier. Kennt man schon von den Viechern. 5000 Erfahrungspunkte. Das ist im Vergleich zu anderen nix. Ich meine, im Vergleich zu anderen mega viel. Logischerweise nicht nix. Hier komme ich auf nix. So, dann machen wir schon mal den besiegt. Da kann ich direkt speichern, würde ich sagen. Ja, bitte. Dass ich die besiegt habe. So. Ja, ihr steht mir gerade ein bisschen im Weg, aber das kriegen wir schon hin. Bumm. Und du lebst noch wirklich jetzt. Wow, einfach nur wow. Ich habe jetzt, ich glaube wirklich, die Truhe war irgendwie hier oben. Kann das sein? Hier war dieser Platz, wo ich mich immer gefragt habe, wieso existiert der eigentlich? Hier ist eine normale Treasure Chest. Ich habe doch keine Ahnung, sehe ich so aus? Komm mal jetzt Chain Reaction.
Okay, die konnten das scheinbar noch gar nicht mit der Chain Reaction. Bam, 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 bam. Wir können ja mal kurz. Also interessiert mich mal, in die Snow Chronicles reingucken, wie es da eigentlich aussieht. Characters haben wir 100%, nice. Monsters 73, da fehlt noch einiges. Weapons, ja, müssen wir halt noch viel kaufen. Bei den Talisman müssen wir noch viel kaufen. Sprite Knights, weiß ich nicht, ob ich die voll machen möchte. Items, müssen wahrscheinlich die ganzen. Die ganzen Gerichte, die wir kochen können und so. Locations 80%. Ja, da müssen wir noch einiges finden. Notes 49. Was sind Notes? So, ja, hier haben wir das ganze Monsterbuch. Hier haben wir die Waffen. Talismänner. Sprite Knight. Items. Ja, da steht jetzt Food Items und so. Ha. Ja, hier haben wir die ganzen Sprite Knights. Oh, man kann. Okay, man kann sogar nachgucken, welche Materials man gefunden hat. Okay. Ach, hier sind die Notes. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir die ganzen Snow Chronicles voll machen wollen. Also ich habe halt so meinen Plan, was wir alles ungefähr machen könnten. Aber ich habe halt echt keinen Plan, ob ich die ganzen Snow Chronicles voll machen möchte. Weil da ist halt wirklich einiges an Stuff noch zu tun. Muss man also sagen, deswegen. Keine Ahnung, ob ich das machen möchte. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Oh, da ist ein Hut. Besiegen. Besiegen, schnell. Oder ein Tutut, besser gesagt. Nicht das Pokémon Hutut, das wäre ja. 35 Erfahrungspunkte, wow. Das wäre ja voll falsch. Bin ich jetzt unten? Ach, jawohl. Wow. Wow, ich bin vor. Wow. Hier gehst du dem Schiff, oder? Wow, ich bin vor. Wow. Einfach nur wow. Aber okay, so haben wir jetzt auch die Sprite Knight Monster gefunden. Perfekt, würde ich sagen. So, ja, dann können wir jetzt hier rausgehen. Und haben heute noch nichts an den eigentlichen Sidequests, die ich machen wollte, gemacht. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich sagen. So, ich brauche meinen Stift. Serendale habe ich die Truhen. Schwarzstrom 2 weiß ich noch nicht genau. Und dann, wo ist denn das hier in Serendale bei den Monstern? Moment. Da. Gut, abgehakt, wundervoll. Ja, gut, wie machen wir weiter, würde ich sagen. Wie machen wir weiter? Hier war Perica. Das ist dann wichtig für Nieder-Side-Quest. Was ist denn hier für eine Insel? Das ist auch so eine Random-Insel irgendwie. Scheinbar kann man zu den See vielleicht hin. Somber Island. Somber Swamp, ja, guck mal. Haben wir ja schon mal, ich glaube nicht. Der ist zugefroren. Oh, da liegt jemand. Hallo? Dying Man. My village was destroyed by monsters and because of that jewel. The magic energy inside it threw the monsters to the village. I stole it and tried to get rid of it, but it was already too late. I too will soon die and I will carry my regrets with me into the afterlife. Okay. Kann man ja noch was machen? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass das zu einer Sidequest gehört. Wenn ja, ändere ich mal mein Team. Weil je nachdem, welche Charaktere man im Team hat, ja, kann man die Sidequest halt nur triggern, aber scheinbar nicht. Oh, jetzt schwicht eine Reaper. Übrigens, da noch eine Sache. Wir haben ja. Also das Spiel ist ja sehr an Chrono Trigger angelehnt, weiß man ja. Und da ist die Sache. Einfach. Dass man ja in Chrono Trigger auch den.
vermeintlichen Hauptantagonist ins Team bekommt, später, sage ich mal. Und das wurde halt hier auch so gemacht. Bloß in Chrono Trigger ist das ungefähr zur Hälfte des Spiels, würde ich sagen. Und hier ist es, ja, kurz vorm Final Boss. Das hat man halt nicht so gut gemacht, finde ich. Das hätte man früher machen müssen, definitiv. Das wäre dann irgendwie passender gewesen. Und halt nicht so komplett random. Ich meine, was bringt dir das, wenn du vorm Final Boss noch ein Teammitglied bekommst? Du weißt halt nicht, wie gut oder schlecht der ist. Und kannst nichts mit ihm anfangen, so wirklich. Und ja. Deswegen. Den werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Den Reaper. Außer halt in seiner Sidequest, logischerweise. Aber vielleicht ist er ja mega stark, weil... Ja, das wäre halt passend, aber... Ich habe jetzt hier mein Team mit Setsuna und Turner, was ich am liebsten benutze, wegen dem Grand Cross. Und ich denke mal kaum, dass ich ihn damit reinpacken werde, ganz ehrlich. Weil ich dieses Grand Cross nicht mehr benutzen kann. Also am ehesten würde ich Turner rauspacken, aber... Ich glaube nicht, dass das passieren wird, ganz ehrlich. Dafür mag ich die zu sehr. So, was haben wir hier Schönes? Hier ist eine von den Ruinen scheinbar. Das ist die... Mulbelt. Yep, das ist die, genau. Alles klar, dann werden wir die auch irgendwann demnächst machen. Ihr habt das hier unter den Last Lens. Alles klar, dann hat das gestimmt, was ich gelesen habe. So, hier war Gaffrington. Ich habe keinen Plan. Was ist denn hier? Ist das hier Isle of Misfit Fist? Nameless Village. Hier waren wir auch noch nie. Sieht aus wie Perica einfach. Hey, what are you staring at? Got a problem, Paul? Nein. Du siehst noch ein bisschen seltsam aus, mein Freund. Nameless Village. Die Musik hier ist irgendwie cool. Sorry, I'm busy right now. Some other time, was auch immer. Was habe ich hier gefunden? Oh, hier ist der magische Konsortium-Typ, aber ich möchte jetzt meine Sprite, meine ganzen Material noch nicht abgeben, weil, ja, ich noch nicht weiß, vielleicht brauche ich da noch irgendwas später für Rezepte oder sowas in der Richtung, falls ich die alle füllen möchte. Was ist eine Truhe? Valiant Poem. Die Musik! I abandoned my home and ran and ran and ran. Eventually, I ended up here. I don't have anywhere else to go. I shall live out the rest of my life here. Okay. Hat das was zu tun mit irgendeiner Sidequest? Ich habe irgendwas von der Nameless Village gelesen, aber ich weiß nicht, was das hier zu sagen hat. Du bist der Koch, oder? Boah, ich habe 3 Gerichte insgesamt, toll. Und das war schon das ganze Dorf, oder was? Was zum Teufel habe ich hier gefunden? Okay. Ja gut. Das namenlose Dorf, alles klar. Wieso auch immer die hier einsam auf einer Insel leben. Isle of Misfist, okay. Kann man zu dem See hier hin? Nö. Ich würde sagen, wir sehen uns am vorerst im nächsten Part wieder. Hier war jetzt nicht so viel. Ja. Es ist einfach eine Insel. Ihr habt bestimmt noch später was zu sagen, aber das war's für den ersten Part von I Am Tetsuna, würde ich sagen. Bis dann, ciao
Bye, everyone. Tschüss.